Freunde, willkommen zu einem neuen Tea Diary. Ich habe mich letzte Woche übrigens vertan, als ich gesagt habe, dass ich diese Woche mega viel Zeit habe und keine Tests und sowas habe. Aber ich habe einfach mal wieder zwei Tests gehabt und ich habe mich anscheinend in der Zeile vertan, als ich nachgeschaut habe und euch das gesagt habe. Und dementsprechend war meine Woche wieder mal sehr anstrengend und ich fand diese Woche sogar ein bisschen anstrengender als letzte Woche. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich absolut müde war die ganze Zeit. Ich sage euch, Japan macht einen müde. Ich glaube, das liegt daran, dass man sehr viel laufen muss immer zu den Haltestellen und deswegen wird man irgendwie schneller müde, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr mega müde, wenn ihr hier seid. Glaubt mir. Nichtsdestotrotz hatte ich eine schöne Woche und das Witzige ist, man hat hier als Ausländer bekommt man immer so viele neue Kontakte. Also Kontakte im Sinne von Leute, die euch auf Facebook adden und auf Line adden. Und das Witzige ist, ich habe irgendwie so viele Menschen, die ich keine Ahnung, wer die alle sind. Und jetzt will ich das bei Line so machen, dass ich die Leute einzeln immer anschreibe und frage, ob die Bock haben, sich zu treffen, damit ich immer weiß, wer das ist. Das ist auch ganz gut, weil dann reden die mit einem halt Japanisch und dann spricht man halt Japanisch. Normalerweise ist das immer so, dass man Tandempartner hat, also Leute, die Deutsch lernen und dann tauscht man sich quasi in dieser Sprache aus. Aber ich finde das eigentlich immer cooler, richtige Natives quasi als Freunde hat und das ist auf jeden Fall viel cooler, finde ich. Gestern war Halloween und ich war am Freitag auf der Halloween-Party von YouTube und das war halt wieder richtig cool und ich mag dieses Space und ich habe erstmal realisiert, dass das einfach mal der Tokyo Tower im Hintergrund ist und das hat halt wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch ein Video hochgeladen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch am Ende dieses Videos unbedingt an. An Halloween bin ich dann in den größten Club Asiens gegangen und das war verrückt. Zuerst einmal sind wir in Shibuya ausgestiegen und sind da halt erstmal ein bisschen rumgelaufen, weil uns gesagt wurde, dass Shibuya an Halloween mega cool ist, aber es ist einfach nur voll und ich weiß nicht, was die Mission der Menschen ist, die da sind. Die tun nichts. Jeder läuft einfach nur rum und das ist halt richtig, richtig verrückt. Okay, jetzt komme ich mal zu diesem Club. Der ist riesen, riesengroß. Jedes Mal, wenn wir in einer neuen Halle waren, sind die Menschen einfach komplett ausgerastet. Das ist ja wie so ein Konzert jedes Mal. Jedes Mal wird der DJ angetanzt. Das ist voll verrückt. Also in Japan mit Freunden Party machen und gemütlich tanzen ist nichts. Das Lustige ist, es sind ja mega viele Menschen dort. Und ich habe das noch nie in Deutschland im Club oder auf einem Event, das war ein Festival quasi, habe ich das noch nie miterlebt. Ihr quetscht euch durch und wenn euch jemand anrempelt, entschuldigt sich diese Person einfach. Hallo. Mann, das habe ich noch nie in Deutschland gesehen, dass auf einem Konzert oder in der Disco sich jemand bei dir entschuldigt, weil er dich anrempelt. Noch nie. Das war auf jeden Fall das Verrückteste, glaube ich, was ich erlebt habe. Ich gehe jetzt gleich zum Hockeyspiel meines Kumpels. Ich habe das euch letzte Woche schon gesagt. Ich nehme euch da auch mit. Beende jetzt dieses Video. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.